was heute passieren wird. Jungs hier mit den gelben Reifen, ich vertraue den Routen nicht und schon gar nicht auf 7 Runden. Und da gehen wir tatsächlich an unserem, ja, da. Und ich glaube, das könnte jetzt tatsächlich reichen. Wir gehen noch weiter links, denn wir wissen ja, wie er vorhin innen war, hätten wir ja da kaum Platz gehabt. Und jetzt gehen wir hier als Führender. Das war wirklich sehr, sehr random. Und zu 5 geht's hier in Turn 3 oder so, keine Ahnung. Also zu 5. Und damit ein herzliches Willkommen hier wieder zu einem Sprintwochenende in unserer F1 23 mit Teamkarriere mit Audi. Ja, wir sind auf dem COTA in Texas. Die Strecke ist unheimlich genial und hat in der Vergangenheit richtig viel Bock gemacht und ja, auch richtig gute Ergebnisse erzielt, weswegen ich mir heute richtig große Hoffnungen mache. Aber natürlich wird es im Rennen eine schwierige Sache werden, denn wir werden von ganz hinten ins Rennen gehen müssen, auf dieser 5,5 Kilometer langen Strecke. 20 Kurven gibt es, aber auch Gott sei Dank zwei DRS-Zonen. Die eine ist wirklich ewig lang und zwischen ja, Turn 11 und 12, genau, diese ewig langen Geraden, da werden wir vermutlich ja, ein paar Überholungen über doch durchziehen können und ich hoffe mir da doch ein paar Punkte, die wir da gegen Leclerc hoffentlich gewinnen können. Let's go jetzt hier in unsere Qualifying-Runde. Wir sind im finalen Run. Eine Minute ist noch knapp zu gehen. Let's go. Kurve 1 nach oben. Scheitel minimal verpasst, deswegen auch ein bisschen Zeit oben liegen lassen. Dann hier die erste durch. Das ist immer wieder eine Mutsache, denn hier, wie weit, wie nah gehst du hier ans Limit? Und ich bin eigentlich sehr, sehr sauber hier durchgekommen. Also da muss ich wirklich Props an mich versprechen. Die Kurve hat Bock gemacht. Naja, die Kurven haben Bock gemacht und hier schneide ich immer gern so ein bisschen, denn wenn du es nicht übertreibst, kommst du auch hier richtig gut Zeit, gut geschrieben. Ja, unsere erster Sektor war jetzt eher so semi-gut. Wir hatten sogar eine Zehntel liegen lassen. Der Exit war traumhaft. Da gibt es richtig, richtig viel Zeit, die ich hier gewonnen habe. Nur noch 20.000stel, 25 jetzt im Plus. Die Kurve hier auch noch einmal ordentlich erwischen und ich glaube, dann könnte es dann tatsächlich ja ins Plus gehen. Grüner Sektor, aber wieder rot direkt. Da muss der letzte Sektor rausreißen. Summa summarum, da konnten wir 2 Zehntel finden. Das ist wirklich sehr stark. Die Kurve auch ordentlich erwischt. Der Exit war ein Traum, 2,5 Zehntel. Und wir sind aktuell 7. Platz. Aber wir wissen natürlich, jetzt verbessert sich noch jeder. Wir werden ein bisschen durchgereicht werden. Hier müssen wir halt aufpassen auf die Track Limits. Ja, da komme ich. Die ist aber dumm gewesen, der Exit. Denn ich bin hier richtig an diesen Sausage Club drauf gekommen. Und ja, 3 Zehntel gibt es in der Verbesserung. Gucken wir mal, wo wir im Sprint starten werden. Es ist P5 geworden, naja. Aber jetzt geht es mal direkt in den Sprint. Ich wünsche mir natürlich eine gute Position, denn wichtig sind die Punkte. Charles Leclerc hatte hier einen etwas schlechteren Start und wir konnten hier wirklich gut überzeugen. 4. Platz direkt, ja, da muss ich mich ein bisschen einkriegen. Und ja, da kommt dann direkt das Heck, wenn du so in die Batschen steigen musst. Es ist Platz 3 aktuell, ja, Charles Leclerc, Carlos Sainz sind jetzt vor mir, das sind natürlich auch die engsten WM-Rivalen, die wir haben. Ist natürlich jetzt dumm, aber ja, so verliere ich maximal 2 Punkte auf die Leute, also wenn wir jetzt da so ins Ziel kommen würden. Aber ich habe natürlich eine große Hoffnung, beziehungsweise ich habe ein großes Ziel. Ich möchte mindestens Charles Leclerc überholen und erhoffe mir das auf der langen Geraden, denn unsere Pace, also unsere Straight Pace, ist ziemlich stark und da kann man wirklich was draus machen und der Exit war traumhaft. Natürlich liegt es auch dran, wir sind auch die einzigen Jungs hier mit den gelben Reifen. Ich vertraue den Routen nicht und schon gar nicht auf 7 Runden. Und da gehen wir tatsächlich an unserem, ja, WM-Rivalen vorbei. Er ist zwar aktuell noch führend, aber wir holen mit Riesenschritten auf und das wäre wieder ein wichtiger Punkt, den wir in dieser Weltmeisterschaft gewinnen würden. Carlos Sainz, ja, wie gesagt, er wird auch irgendwann, wenn er so weiterfährt, in der Weltmeisterschaft noch mitreden können, aber es sind auch nicht mehr viele Rennen und ja, aktuell ist halt mal Leclerc, ich glaube 2 Punkte oder so, hinter, also wir sind hinter Leclerc mit 2 Punkten und das ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass wir da Zeit gut machen. Jetzt aus der letzten Kurve raus und wir jagen hier jetzt auch Carlos Sainz, ob es ein Jagen ist oder er uns vielleicht hinhält, um ja, Leclerc wieder ein bisschen Vorteil zu verschaffen, weiß ich nicht, aber ich sage jetzt mal das so daher. Und jetzt hier Turn 1. Toller Exit. Ein bisschen konservativ rausgegangen. Jetzt gucken wir uns auch mal die Start-Replay an. Und da ist auf jeden Fall zu sehen, dass Leclerc einen schlechten Start hatte. Aber der Junge neben mir, der ist eigentlich gut weggekommen. Ich glaube, das war George Russell.
Der hatte wirklich einen tollen Start. Hätte ich einen Ticken besseren Start noch gehabt, weiß nicht, ob das möglich gewesen wäre, hätten wir eventuell Perez direkt beim Exit aus Turn 1 gehabt und wir hätten dann nicht irgendwie auf die dreckige Bahn fahren müssen, aber dennoch, boah, das Auto schwanzelt da aus der Kurve raus. Und ja, da war auch ganz, ganz knapp der Perez dran, konnte wirklich so spät reinbremsen und dennoch einen tollen Exit haben, ganz, ganz leichter Rutscher, aber der Windschatten von Leclerc hat mir dann tatsächlich so ein bisschen meinen Hintern gerettet und ja, da merkt man halt schon ein bisschen die Aerodynamik-Updates, die wir da gebracht haben, können da außen an Charles vorbeigehen und das war dann mal P2, der war wirklich unheimlich wichtig, dieser Overtake, denn der könnte zum Schluss dann wirklich dieser ein oder diese zwei Punkte sein, die mir dann fehlen. In den ersten Runde Nummer 2, wir kleben an Carlos Sainz dran, leicht versetzt hier, aber ehrlich gesagt macht mir das richtig Spaß, die Strecke ist geil, die macht so unnormal Bock, Texas wirklich, underrated as fuck diese Strecke, so viele Kurven, die wirklich so underrated sind, wir haben die S's, die von Silverstone ein bisschen inspiriert wurden, wir haben natürlich auch Turn 8 bis 12 oder so, nein, nicht Turn 8, also diese lange Rechtskurve und jetzt hängen wir hier im Windschatten an Carlos Sainz Junior dran und wir kommen tatsächlich in Schlagdistanz. Es wird vermutlich aber nicht reichen, denn er deckt hier innen ab. Ich wollte hier einen Switchback oder so probieren, aber dazu hatte er einen zu guten Exit und es beginnt hier, nein, nicht zu regnen, hat nur so ausgesehen. Ich dachte schon, dass es beginnt zu regnen. Ja, und das passiert so ein bisschen das, was ich hier vermutet habe und wir gehen hier ganz mutig in die Kurve rein. Und setzen uns hier vor. Carlos Sainz, ich gebe mir mal die Position zurück, denn einige von euch werden sagen, dass ich hier zu aggressiv reingegangen bin. Und deswegen, ich will mir das gar nicht anhören. Ja, da komme ich direkt gleich in die Bredouille. Denn Charles Leclerc drückt hier wieder an, weil ich einen schlechten Exit hier aus der Kurve 18 hatte. Und ich glaube, es war Kurve 19. Und ja, DRS ist enabled. Ich hoffe natürlich, dass wir DRS noch einmal halbwegs gut durchkommen und vor allem, dass wir dann nach Turn 11 ja eventuell im DRS-Fenster von Carlos Sainz sind und den ja ein bisschen angreifen können. Jetzt im Windschatten, da zieht uns ein bisschen hier durch die SS und die bocken halt wirklich unnormal. Ich liebe diese SS. Wir sind jetzt hier, wo alle drauf gewartet haben, in Turn 11. Exit war okay, also war jetzt nicht traumhaft, aber der Windschatten und DRS-Effekt und auch eher ist es genug da. Und ich glaube, das könnte jetzt tatsächlich reichen. Wir gehen noch weiter links, denn wir wissen ja, wie er vorhin innen war, hätten wir ja da kaum Platz gehabt. Und jetzt gehen wir hier als Führender aus Turn 12 raus. Was für ein geiles Rennen bis jetzt. Also es ist eigentlich nur ein Sprint, aber ja, es ist auch ein Rennen. Also was für ein geiles Rennen bis jetzt. Hat richtig, richtig Bock gemacht. Ist halt wirklich sehr, sehr strategisch und vor allem ist halt wirklich viel, viel, viel Druck, der da drauf lastet. Denn wir müssen im Rennen wieder von ganz hinten starten. Und ja, wenn wir da jetzt diese wertvollen Punkte mitnehmen, die können wir im Rennen nie im Leben gegen die beiden aufholen. Außer sie haben wirklich eine verkackte Strategie. Dann wäre das natürlich jetzt echt blöd. Schnellste Rennrunde nehmen wir auch im Vorbeigehen mit. Bringt zwar leider keinen Punkt, aber ja, ist jetzt auch nicht schlecht, die zu haben. Zu zeigen, dass man wirklich, dass der Pace drin steckt und dass wir da tatsächlich heute einen richtig dummen Fehler eigentlich habe ich begangen. Denn wenn ich nicht hier alles ausgetauscht hätte, hätten wir da wahrscheinlich heute die Pole gehabt. Das ist wirklich unheimlich schwierig. Wir sind hier in Runde Nummer 7 und ja, ich konnte mich nicht mehr absetzen von den Jungs. Denn auch die Gelben, ich weiß nicht, wie die Roten mit den roten Reifen die am Leben halten. Nach 7 Runden mit Gelb rutsche ich hier aus manchen Kurven so derbe raus und ja, ich bin hier tatsächlich vermutlich gerade zu Beginn des Sprints zu stark an die Limits gegangen und ja, weswegen ihr wirklich zum Schluss noch ein paar Probleme hätte bekommen können, aber es reicht. Wir holen uns den Sprintsieg und nehmen wertvolle 8 Punkte und 2 Punkte mehr als Charlie Clement. Für das aufregende Rennen von heute durch. Dank einer unglaublichen Runde im gestrigen Qualifying startet Carlos Sainz von der Pole. Und Charles Leclerc steht auf P2. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Hamilton, Perez, Bottas, Verstappen, Stroll, Oscar Piastri, Norris, Gasly, Hülkenberg, Tsunoda, Albon, Ocon,
Russell Doohan, Liam Lawson, De Vries, Joe Magnussen, Sergeant und der Wissenschaftler. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Wir dürfen also oder müssen neben Logan Sargeant starten und das in einem Rennen, wo ich mir hoffentlich mehr erwarte. Wir starten mit den gelben Reifen, heißt längere erster Stint, 20 Runden. Ja, Magnus, ein toller Start mit den roten Reifen, also das ist wirklich mal gar nicht gegangen. Guan Yu Zhou und jetzt hier Turn 1, angepeilt, Halleluja! Wo kommt Nico Hülkenberg hier auf einmal her? Der schießt da, ja, Mann, er schießt da raus und dann räumt er da irgendwie den, den Lawson ab und wir können uns da noch ein bisschen durchquetschen. Ja, das war Halleluja. Was hatte Nico Hülkenberg denn hier bitte vor? Tolle Startphase. Ich glaube, besser hätte es nicht laufen können. P13 nach dem Start und den ersten Sektor. Und ja, jetzt auch davor uns haben sich ein paar Grüppchen gebildet. Pierre Gasly zum Beispiel im Zweierkampf. Und ich frage auch nach dem Wetter, denn es sieht sehr bewölkt aus. Und da habe ich ein bisschen die Befürchtnis, dass da eventuell irgendwas noch kommen wird. Unser Exit war traumhaft hier gegen Pierre Gasly. Aber da muss ich, glaube ich, zurück in den Windschatten. Denn, naja, die Straight Pace ist natürlich gut, aber der hängt auch im Windschatten von Yuki Tsunoda. Und jetzt gehen wir hier rein. Ich will natürlich jetzt durch hier eher kürzeren, ja, die Verwarnung ist legitim, aber ich habe keine Ahnung, warum es die überhaupt gegeben hat. Ich möchte natürlich hier eher mit den hinteren Leuten kürzeren Prozess machen, denn wir müssen ein bisschen nach vorne. Es ist wichtig, gerade wenn wir an unser Resultat denken. Vorne fahren die Ferrari so ein bisschen einsam und ja, und wir müssen da aufholen. Wir müssen in diese Top 10 unbedingt reinkommen. Yuki deckt hier innen ab und wir können, ja, außen irgendwie vorbei. Das war gerade noch so gut. Lando, machst du uns nicht allzu schwierig? Und ich glaube aber, das wird hier nicht. Nein, ich bin zu spät auf der Bremse, viel zu spät. Ja, und da sticht ihnen der Norris durch. Das ist aber auch klar, das war ein dummer Fehler hier, dass wir das so blöd reingehen, ist wirklich, ja, dumm gewesen. Ich befürchte auch, dass unser Flug hier bald vorbei sein wird. Jetzt gucken wir uns mal die Start-Replay an. Und was war bitte mit Nico Hülkenberg da los? Unser Start traumhaft, aber auch vorne ist Sainz, ja, okay, weggekommen. Ich würde sagen, Lewis ist am besten gestartet von den dreien da vorne. Und ja, Sainz geht als erster in die, ja, erste Kurve rein. Und keine Ahnung, da kam auf einmal der Hülkenberg her. Das war wirklich sehr, sehr random. Und zu fünft geht's hier in Turn 3 oder so, keine Ahnung. Also zu fünft, das ist wirklich sehr, sehr interessant. Und das war mir eigentlich gar nicht klar da. Ja, gegen Pierre Gasly wollte ich zuerst mal, ja, dachte mir so, oh, wir sind eh viel schneller. Aber da war dann doch seine Straight Pace so schnell, dass wir da kaum mithalten konnten. Also wirklich ein Traum. Ja, eher so sarkastisch gemeint. Da kommen wir nämlich die Streckeverwarnung zurecht natürlich. Aber ja, es ist natürlich dumm hier, gerade bei dieser Kurve. Du verbremst dich so leicht, weil es halt so eine lange Gerade ist. Und ja, da musst du halt wirklich aufpassen. Da muss ich halt wirklich aufpassen. Und da vor uns bin ein Dreierkampf. Wobei wir jetzt ja schon bei Lando Norris sind. Also bei unserem Teamkollegen, denn den einen hatten wir schon. Lando ist jetzt vor uns dran. Runde Nummer 2. Wir sind hier ganz, ganz knapp schon am 10. Platz dran. Ein wichtiger Punkt, den wir hier holen können. Und ja, wenn ich bedenke, dass Leclerc Zweiter wird, nur oder halt generell Zweiter wird, dann muss ich natürlich noch weiter nach vorn. Aber es wird schwierig, denn Max Verstappen hat eine Pace, wir sehen es an dieser Lücke da vor uns. Auch die McLaren, das sind halt alles Autos, die wir in der Vergangenheit nie irgendwie angreifen konnten. Ich hoffe natürlich, dass Norris jetzt da keinen Blödsinn macht. Mann, warum? Why, Lando? Ja, dann wollte ich jetzt mal hier rein. Das war okay. Wir übernehmen hier den 10. Platz. Und ja, hoffen natürlich, dass Albon die Jungs da... Nein, das ist, glaube ich, eher Piastri, der auch ein bisschen auffällt. Denn Piastris Pace, gerade der Aston Martin, schaut mir unfahrbar aus in der letzten Zeit. Gerade wie wir zu Beginn gegen Lance Stroll da gefightet haben, da weiß ich noch. Gerade im Aston Martin, so die ersten 2 Seasons oder 1,5 Seasons, hat Stroll immer mitgehalten und auch, wer war das? Alonso. Wir hatten immer Fights mit denen. Dann ist Alonso ja zu McLaren gegangen
Jo, wie der da vorbeischießt, Halleluja. Viel zu früh gebremst, aber ich wollte da diesmal kein Risiko eingehen. Und ja, gerade zu Beginn und jetzt sind die Astons wirklich im Arsch daheim. Sorry für den Ausdruck. Jetzt probieren wir hier so ein bisschen eine Innenlinie. Ja, pur. Kurz mal Atemmann gehalten. Aber das ist Platz Nummer 8. Wir sind erster Platz, aber auch nur, weil alle anderen schon in der Box waren. Wir konnten bis zu diesem Punkt keinen mehr überholen und auch Max war uneinholbar für uns. 12. Runde, ihr seht es auch, wir sind richtig grottig hier. Lewis ist führend da und Sainz Nummer 2. Das ist interessant und Leclerc gar nur noch Vierter, also der wäre aktuell nicht mal am Podium. Wir holen uns die roten Reifen, ich hoffe die funktionieren. Sollten die nicht funktionieren, wäre es natürlich Bescheid. Es ist der 8. Platz. Wir haben viel Luft nach hinten, aber leider auch viel Luft nach vorne. Wir sind wieder hinter Max rausgekommen und vor Lando. Ja, der direkte Quersteher. Die schnellste Rennrunde ist, glaube ich, Pflicht, dass wir die mitnehmen. Die hatten wir, glaube ich, auch im Sprint. Ja, die hatten wir im Sprint auch. Aber ob wir da tatsächlich jetzt dann Max und Stroll aufholen können, das ist eine ganz andere Frage. Es ist Runde Nummer 14 und ich probiere hier natürlich mein Bestes. Wir müssen pushen. Wir müssen pushen bis zum geht nicht mehr. Grün im ersten Sektor, wieder kein Purple, aber das ist mir ehrlich gesagt egal, nach hinten hin ist eh kaum irgendwas da, Russell, ja, der wird vermutlich Norrie noch überholen, also die sind da ganz knapp dran, ist schon geschehen und jetzt sind wir in dieser Gruppe dran. Zwei Runden vor Schluss kleben wir jetzt hier an dieser Vierergruppe, Stroll, also nur der Dreiergruppe, ja, das ist Stroll, Verstappen und wer ist da vorne noch? Wenn noch ein Roter, ist das Leclerc? Das ist, nein, no way, no. Wir bremsen ja ganz, ganz spät. Ich will nicht neben die Strecke kommen. Und ja, wir sind jetzt hier mal an Max vorbei. Das ist... Nein, das ist wirklich Leclerc. Leute, ich bin vom letzten Platz gestartet und Charles Leclerc ist hier auf dem 6. Platz, auf dem 5. Platz nur. Der macht nur 4 Punkte mehr wie wir. Das ist wirklich bitter. Das ist sehr bitter für Leclerc. 10 zu, wir holen 7 Punkte. 3 Punkte macht er primär. Das ist richtig schlecht für ihn. All in all macht er das ganze Wochenende keinen Punkt mehr wie wir. Wir holen leider auch nichts auf, aber vergesst nicht, wir sind ganz, ganz knapp in der Weltmeisterschaft an ihn dran. Und der hatte hier so ein bisschen den Match, diesen Matchball, der hätte da heute siegen können. Verkackt das mit Ferrari. Ja, tut mir auch ein bisschen leid, aber ich glaube, die Zeichen stehen wirklich, dass wir hier diese Season eine unheimlich gute Chance haben. Ich probiere noch einmal alles, ich pushe mich bis zum Limit, aber ja, nach 8 Runden oder 9 Runden sind die Routen jetzt natürlich auch mal down. Wir gucken uns das an, das war hier gegen den McLaren. Ah, das ist schon letzte Runde, okay. Ich glaube, das sehen wir jetzt noch einmal. Das war hier gegen den McLaren, ein letzter Angriff und der hat dann tatsächlich funktioniert, wie bei Albon vorhin. Und jetzt sind wir hier dran, das noch einmal aus der Onboard-Perspektive. Wir gehen hier rein. Es war wirklich so ein Verzweiflungsmove und so verlieren wir keinen Punkt heute. Es ist nämlich nur ein Punkt, den wir hier verlieren und wir gewinnen all in all 2 Punkte vom Sprint. Und das ist P6. Wir sind vom letzten Platz gestartet. Charles Leclerc mit der Junior-Strategie mit den weißen Reifen. Wir werden hier tatsächlich 6. Platz. Für manche mag es nicht toll sein, aber ich muss sagen, Bombenergebnis, wirklich top, 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 top. Hat so viel Bock gemacht, dieses Rennen. Und jetzt sind wir auch Driver of the Day geworden. Ja, aber jetzt werden wir mal gucken, wer es aufs Podium geschafft hat. Und Mercedes fährt hier heute einen großartigen Sieg ein. Sag mir, Stefan, wie haben Sie sich heute den Sieg geholt? Ich denke, die Konstanz war heute der Schlüssel zum Erfolg. Schnell sein ist eine gute Sache, aber du musst eben Runde für Runde für Runde schnell sein. Wenn du das schaffst, kannst du von den Fehlern anderer Fahrer profitieren, falls du selber keine machst und so weit nach vorne ins Feld fahren. Mercedes ist wieder in Topform nach einem exzellenten Rennwochenende. Es ist großartig, das Team wieder einmal auf dem Podest zu sehen.
17 Punkte. Drittmeisten Punkte. Ja, ja, natürlich holt er hier 8 Punkte, der Saint-Cyprien. Aber mein Hauptkonkurrent ist, wie gesagt, Charles Leclerc. Und der holt all in all einen Punkt weniger wie wir. Und wir sind jetzt nur noch 7 Punkte in der Weltmeisterschaft hinten. 7 Punkte, Leute. Das ist wirklich ganz, ganz knapp. Mexiko kommt als nächstes. Und ich hoffe natürlich auch dort eine gute Pace. Ich weiß natürlich auch nicht, ob unsere Straight Pace so strong sein wird. Aber ja, das werden wir dann natürlich morgen oder übermorgen hier sehen. Wir führen jetzt auch gegen Lewis Hamilton, denn wir hatten die schnellste Rennrunde im Rennen. Das Podium hatten wir leider nicht. Das hat uns eher abgenommen. 19. Level, haben wir recht. Das bringt jetzt eigentlich ja uns gar nichts, aber ist auch gut zu wissen. Ja, Lando Norris, tolles Rennen gefahren. Endlich mal wieder, da ist er mal wieder back. Und wir haben auch endlich alle Ziele geschafft. 76 Runden statt 75. Und wo ich diese 45.000 Schaden hier habe, ich habe absolut keine Ahnung. Also ich weiß es wirklich nicht. Beim Sprint hatten wir kaum Schäden. Ich war 45.000, das ist wirklich sehr, sehr viel. Aber ja, da müssen wir mal gucken. Es gibt viele Regeländerungen. Ich konnte ein bisschen was investieren. Und ich hoffe natürlich, dass wir auch nächste Season uns, ja, angreifen machen, um uns angreifen können, endlich mal, denn es war ja eher so eine okay Season, also weil sich ja so ein bisschen die Spitze geteilt hat, Richtung Verstappen, Leclerc und auch teilweise Hamilton und Russell, muss ich sagen, konnten wir hier auch mit eher mittleren Positionen immer wieder Zeit gut machen, also immer wieder, jetzt auch hier sind wir im oberen Mittelfeld, von der Leistung her 5 bestes Team, das ist sehr, sehr gut. Und ich hoffe natürlich, ihr seid auch morgen wieder dabei. Abonniert gerne kostenlos den Channel. Bis später auf TikTok oder morgen wieder hier und ciao.